Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Es gilt noch eine Fragerunde nachzureichen zum Vortrag im Rahmen von Kaffee und Kosmos, den Thorsten Enzlin und Jakob Knollmüller gehalten haben vom Max-Planck-Institut für Astrophysik zum Themenbereich künstliche Intelligenz und der Anwendung in der Wissenschaft, insbesondere in der Astronomie. Kann man damit eine Lösung für Corona finden? Im Prinzip fragen Sie, kann man mit einem Epidemiologen nachbauen? Ja, mit den verschiedenen Wissensgebieten, die der haben muss. Enzyme und so. Ja, Enzyme und das Wissen. Im Prinzip schon. Heute mit Sicherheit noch nicht. Ja. Aber im Prinzip funktioniert halt innovatives Denken dadurch, dass man verschiedene Wissensgebiete zusammenbringt und zusammenwirken lässt. Kann man Grenzwerte in das System eingeben? Hier wird gegeben, irgendeine Information geschlossen auf irgendetwas anderes. Es ist jetzt halt nicht so wirklich ein Regelungssystem, sondern es gibt Antworten auf Fragen, die man auf diese Art und Weise gestellt hat. Was man dann mit der Antwort macht, da kann man dann in einem sekundären Schritt eben ableiten, ob gewisse Grenzen einzuhalten sind oder mit welchen Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Geht die Frage dahin, den Lösungsraum einzuschränken, zu sagen, ich möchte diese Zusatzeigenschaft haben? Ach. Ja, genau. Ja. Da ist die Antwort ganz klar ja. 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 Das haben Sie gesehen, wenn man dazu schaltet, Frau und 33 Jahre, wird die Varianz der Gesichter enger. Die sehen sich dann ähnlicher, als wenn man das nicht tut. Sind die Algorithmen standardisiert oder wird immer neu verknüpft? Also die Struktur von dem ist definiert durch die Frage, die man stellt. Also man hat einen Generator, der irgendwie Sachen generieren kann, die einem plausibel erscheinen. Und dann braucht man die entsprechenden Netze, um die Bedingungen zu um dem Algorithmus die Bedingungen zu sagen, welche er erfüllen muss. Also man kann vermutlich eine Frage auf eine solche Struktur abbilden und dann entsprechend lösen. Ihre Frage war, ob das Netz statisch ist, ob das das Gleiche ist. Ja, in dem Beispiel war das Netz statisch, das war ein vortrainiertes Netzwerk. All diese Netzwerke waren vortrainiert. Das, was allerdings nicht bekannt war, war dieser Input hier drüben. Und bei dem Schlussfolgern wurde versucht, zu diesen Daten der passende Input zu rekonstruieren, rückwärts durch diese Netzwerke durch. Und rückwärts durch die Netzwerke zu gehen, ist auch wesentlich anstrengender als vorwärts. Der Vorwärtsweg braucht unter einer Sekunde und der Rückwärtsweg, wie lange hat der gebraucht? Stunde. Ja. Gibt es weiterführende Dokumentationen zu diesem Thema? Also vielleicht kurz zu der Hintergrundgeschichte. Meine Forschungsgruppe macht Informationsfeldtheorie. Das ist Informationstheorie für Felder. Und Felder, das sind im weitesten Sinne Bilder. Wie bekomme ich aus Daten Bilder? Also meine Gruppe arbeitet an Bildrekonstruktionsmethoden. Und mittlerweile formulieren wir diese Bildrekonstruktionsprobleme auch als Netzwerke. Allerdings nicht als Netzwerke, wo die, wie diese hier, wo die Innereien nicht verstanden werden, sondern wir stecken da unser physikalisches Wissen und unser Wissen über die Welt hinein und brauchen dann genauso wie bei diesen Netzwerken Algorithmen, um rückwärts zu schließen. Und der Herr Knollmüller hat sich in seiner Doktorarbeit mit der Entwicklung eines besonders effizienten Algorithmus beschäftigt, wie man bessere Bilder machen kann. Und als der dann lief, kam er auf die Idee, ja Moment, wir beschreiben das im Prinzip wie neuronale Netzwerke. Können wir denn die nicht neuronale Netzwerke reinstecken? Und hat dann geguckt, ob er das erweitern kann. Und das Ergebnis ist halt das, was wir Ihnen heute gezeigt haben. Jetzt war Ihre Frage Informationsfeldtheorie. Ja, es gibt eine Webseite zur Informationsfeldtheorie. Googeln Sie Information Field Theory und da finden Sie Publikationen. Da finden Sie einen Link auf die Vorlesung, die ich zu diesem Thema an der LMU München halte und auch Verweise auf Einführungsartikel. Dann habe ich den Wikipedia-Eintrag über Informationsfeldtheorie auf Englisch halbwegs auf den neuesten Stand gebracht. Also es gibt schon verschiedene Stellen, wo Sie sich informieren können. Und die mathematischen Methoden dahinter
zwischen dem, wie wir mittlerweile in der Informationsfeldtheorie Signale rekonstruieren und wie man jetzt wahrscheinlichkeitstheoretische Logik auf neuronale Netze anwenden kann, die sind die gleichen. In beiden Fällen geht es um Schlussfolgerungen, um Rückwärtsschließen von etwas, was vorwärts sehr einfach geht. Warum hat es so lange gedauert, bis man zur künstlichen Intelligenz gekommen ist? Also das hat zwei Gründe. Das eine ist Rechenleistung, die sich massiv erhöht hat in der letzten Zeit, insbesondere durch Grafikkarten. Und das andere sind die Datenmengen. Also durch das Internet fallen halt auch gigantische Datenmengen an, die man benötigt, um auch komplexere Aufgaben damit lösen zu können. Und diese beiden Sachen haben halt dazu geführt, dass in den letzten Jahren da ein massiver Boom entstanden ist. Was für Rechner wurden verwendet? Und was hat das mit Astrophysik zu tun? Okay. Also gerechnet wurde das Ganze noch, also wir haben die Netzwerke selber nicht trainiert. Das sind vortrainierte Netzwerke, die man im Internet runterladen kann. Diese Netzwerke zu trainieren selbst, also diese Generatoren, dauert Wochen auf sehr, sehr vielen Grafikkarten. Die Rekonstruktion selbst ist bei mir zu Hause auf einer Grafikkarte in, glaube ich, 8 Stunden oder so gelaufen. Also das Ganze dann rückwärts. Zur Astrophysik. Dieses Beispiel hat natürlich nichts mit Astrophysik zu tun. Aber die numerischen Verfahren, die hier zum Einsatz kommen, haben wir für die Astrophysik entwickelt, für die Bildgebung in der Astrophysik. Aber die Verfahren sind so allgemein, dass sie halt auf neuronale Netzwerke, auf astrophysikalische Bildgebung, aber auch auf medizinische Bildgebung angewendet werden kann. Und in der Astrophysik werden natürlich auch neuronale Netzwerke trainiert, um beispielsweise Galaxien zu erkennen und zu klassifizieren oder um Daten zu entrauschen. Obwohl ich da argumentieren würde, dass man das mit Informationsfeldtheorie viel besser machen kann. Aber von daher ist es naheliegend, sich auch mit solchen informatischen Konzepten zu beschäftigen, wenn man solche neuen Technologien in der Astrophysik und Astronomie einsetzen möchte. Warum weiß man denn, dass das Ergebnis richtig ist? Also in Bereichen, wo wir keine Erfahrung haben, wie in der Astrophysik, sehe ich das auch kritisch, ein neuronales Netzwerk blind zu benutzen. Was wir mittlerweile ganz gut wissen über neuronale Netzwerke, ist, dass die in der Regel, aber nicht immer, gut interpolieren zwischen den Dingen, die sie gesehen haben, aber sehr schlecht extrapolieren. Das heißt, wenn die eine Vorhersage in Bereiche machen sollen, die sie noch nicht kennen, dann sind die fürchterlich schlecht. Das heißt, die haben die dahinterliegenden Konzepte, die Konzepte, die hinter den Strukturen, die sie darstellen, nicht vollständig verstanden. Und das ist der Ansatz, den wir in der Informationsfeldtheorie nachgehen. Da fangen wir mit den Konzepten an, die wir verstanden haben, und bauen daraus im Prinzip unsere Netzwerke auf. Also die Architekturen mögen grafisch ganz ähnlich aussehen, aber wenn ich Ihnen ein Netzwerk in der Informationsfeldtheorie zeigen würde, dann könnte ich Ihnen sagen, was die Bedeutung von jeder dieser Schichten. Eine Schicht ist eine Bildschicht, eine andere Schicht ist das Fourier-transformierte Bild, das andere ist eine Korrelationsstruktur, ein Powerspektrum, eine Leuchtkraftfunktion, ein Spektrum. Solche Dinge, solche physikalisch interpretierbaren Dinge, sind die verschiedenen Schichten, die in der Informationsfeldtheorie benutzt werden, um solche Netzwerke zu bauen. Das hat den Vorteil, dass wir unser Expertenwissen über solche Größen einbauen können in die Netzwerke, um die zu leiten, ihre Aufgabe besser zu erfüllen. Und es hat den Vorteil, dass wir die verschiedenen Schichten auslesen können und dann direkt physikalisch interpretieren und als Ergebnisse haben. Bei neuronalen Netzen ist das nicht immer möglich, da geht die Forschung hin, interpretierbare neuronale Netze oder sich selbst erklärende neuronale Netze. Ja, es ist natürlich so, dass in den Netzwerken also alles drinsteckt, was halt möglicherweise, also wenn die falsch trainiert sind, dann haben die gewisse Biases und so weiter, und all so Sachen werden natürlich auch da in den Ergebnissen mit drinstecken, aber nichtsdestotrotz, so ein bisschen was haben die dann eben doch verstanden von dem Thema. Und inwieweit man das Ganze dann benutzt am Ende, ist natürlich die große Frage, aber es ist durchaus nützlich, möglicherweise solche Sachen zu machen. Weil beispielsweise für die
Gesichtsrekonstruktion. Man kann mathematisch nicht wirklich beschreiben, wie ein Gesicht aussieht, aber man kann ein neuronales Netzwerk darauf trainieren, Gesichter zu erzeugen, indem man dem halt Millionen von Beispielen gibt. Und per Hand, also mathematisch, geht es halt in der Form einfach nicht. Von daher ist es halt nützlich, aber mit Sicherheit nicht die letzte Antwort. Wurde beim Hubble-Teleskop der Linsenfehler mit neuronalen Netzen korrigiert? Ich glaube, bei dem Hubble-Teleskop ist man tatsächlich nochmal hochgeflogen und hat eine zusätzliche Linse eingebaut. Aber man kann solche Verfahren natürlich auch zum Dekonvolvieren benutzen. Das heißt, wenn ein Bild verschmiert ist und man weiß, wie es verschmiert ist, kann man das teilweise zurückrechnen. Das wäre theoretisch möglich gewesen. Ja, aber besser ist es schon, die Linse zu reparieren. Weil wenn da was verschmiert wird, geht tatsächlich Information auch verloren. Das Problem ist, zwar kann man das perfekt zurückrechnen, aber nach dem Verschmieren wird noch Rauschen, Detektorrauschen drauf addiert. Und wenn Sie das zurückrechnen, verstärken Sie teilweise das Detektorrauschen. Also wenn Sie versuchen, kleine Skalen, die durch die Verschmierung verschwunden sind, zu rekonstruieren, und da ist Rauschen drauf, dann wird das Rauschen verstärkt. Von daher ist es schon besser, eine kaputte Linse zu reparieren, als zu versuchen, alles als im Rechner zu korrigieren. Wenn man nun beliebige KI zusammenschaltet, was kommt dabei heraus? Es kommt darauf an, welche KI sie ja zusammenschalten. Also klar, ist ein interessantes Experiment, aber was tun die denn da? Bei dem Trainieren von den KIs, da wird immer eine, wie nennt man das? Also auf Englisch Objective Function, auf Deutsch ist das eine Zielfunktion vorgegeben. Das ist im Prinzip der Lehrer, der leitet die an, tu dies oder das war gut, das war nicht so gut. Das heißt, wenn Sie die heutigen neuronalen Netze zusammenschließen und voneinander lernen lassen wollen, müssen Sie sich überlegen, welche Zielfunktion gebe ich denn mit auf den Weg? Wie sind die Spielregeln, die ich denen gebe? Und davon hängt dann auch ab, was Sie herausbekommen. Also ein solches Zusammenspiel, was man tatsächlich macht, habe ich kurz beschrieben. Das ist das Trainieren von diesen generativen Netzwerken durch klassifizierende Netzwerke. Da lässt man tatsächlich zwei Netzwerke gegeneinander antreten und die lernen voneinander. Das generative Netzwerk versucht, Bilder zu erzeugen, die das klassifizierende Netzwerk als echt anerkennt, welches allerdings versucht, möglichst gut die Fälschungen von dem generativen zu erkennen. Und die lernen, man gibt denen natürlich auch ein paar echte Bilder, damit die wissen, dem generativen Netzwerk, wo es hin soll und sagt, das war jetzt ein echtes Bild. Und die lernen voneinander. Der Klassifikator lernt von dem Generator, dessen Fälschungsfehler zu erkennen. Und der Generator lernt durch, das war jetzt falsch, ich habe eine Fälschung erkannt, noch bessere Fälschungen zu machen. Und da hat man tatsächlich ein System von zwei Netzwerken, die sich aufeinander einstimmen. Und ich denke, dieses gesichtererzeugende generative Netzwerk ist genau auf diese Art und Weise trainiert worden. Kann man mit KI den Urknall erklären? Okay, die Frage geht an dich als Kosmologe. Naja, da haben wir menschliche Intelligenzen schon unsere Schwierigkeiten. Was diese künstlichen Intelligenzen machen, ist, sie verallgemeinern das, womit man sie trainiert hat. Jetzt gab es nur einen Urknall. Womit soll man die trainieren? Man kann natürlich für verschiedene Rechenschritte bei der Analyse von kosmologischen Daten neuronale Netze einsetzen. Das wird auch gemacht. Aber Netzwerke, die so intelligent sind, dass sie wie ein Kosmologe über die Theorien nachdenken, gibt es bis heute noch nicht. Ich will nicht ausschließen, dass es die gibt, weil im Prinzip kann man auch das Entwerfen von Theorien, die plausibel sind, Netzwerken übergeben. Ich meine, es gibt neuronale Netzwerke, die schreiben wissenschaftliche Paper, die auf den ersten Blick ganz vernünftig aussehen. Bis man anfängt, sie zu lesen, dann stellt man fest, da ist noch nicht viel Sinn dahinter. Aber so die äußere Form schaffen die schon zu wahren. Und vielleicht gibt es nach dem amerikanischen Motto Fake it until you make it, auch kann man die dazu bringen, dass sie tatsächlich auch vernünftige Aussagen machen. Heute ist man noch nicht dort. Es gibt kleine Erfolge mit
sogenannten Autoencodern. Das sind Netzwerke, die schauen sich ein Signal an, dann werden die in der Mitte ganz dünn, die müssen einen großen Input auf wenige Freiheitsgrade abbilden und dann sollen sie aus diesen wenigen Freiheitsgrade wieder das ursprüngliche Signal vorherzusagen. Also sie haben ein Bild vielleicht mit 1 Million Bildpunkten und zwischendrin sind vielleicht nur 100 Zahlen und aus diesen 100 Zahlen sollen dann wieder die 1 Million Bildpunkte regeneriert werden. Und diese Netzwerke werden beim Training dazu gezwungen, abstrakte Konzepte zu entwickeln innerhalb dieser dünnen Schicht. Da müssen die eine sehr komprimierte Darstellung von einer komplexen Wirklichkeit, mit der sie trainiert wurden, finden. Also die essentiellen Eigenschaften von ihrem Datensatz. Und da gab es schon kleine Erfolge, physikalische Gesetze, zum Beispiel aus der Videoaufnahme von einem Pendel zu rekonstruieren. Aber meines Wissens sind das nur vereinzelte Erfolge. Versuche in unserer Gruppe so Ähnliches zu finden mit anderen Datensätzen waren bis jetzt interessant, würde ich mal sagen, aber noch nicht so überzeugend, dass ich sagen würde, da ist eine echte Intelligenz, die so schließt wie ein Mensch. Was passiert physikalisch, wenn ein Netzwerk trainiert wird? Also was passiert ist, dass Zahlen angepasst werden, sodass der Input auf den Output besser passt. Also physikalisch werden da irgendwelche Elektronen in irgendwelchen Grafikkarten herumgeschoben, die dann wieder zu irgendwelchen Zahlen entsprechen. Die Architektur ist vorgegeben, aber es gibt ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und man dreht so lange an den Stellschrauben, bis das Netzwerk seine Aufgabe lösen kann. Koeffizienten von der Formel. Sehen Sie das einfach als eine große mathematische Formel an, eine Rechenvorschrift, wo wir hier die grafische Struktur dargestellt haben. Und da stehen ganz viele Zahlen drin. Und jetzt tun Sie mal, haben Sie Ihren Input durchgeschickt und hinten kommt was raus, das passt nicht zu dem, was es sein sollte. Sie sind in der Trainingsphase. Da gibt es eine Diskrepanz. Was dann mathematisch passiert wird, diese Diskrepanz können Sie sich vielleicht als Kraft da ist etwas nicht im Gleichgewicht, da gibt es Kräfte. Und dann wird geguckt, wie wirken diese Kräfte zurück, an welchen Stellen können diese Spannungen abgebaut werden. Und die werden dann dort besonders verändert. Wenn Sie Mathematik ein bisschen kennen, im Prinzip wird da nur die Kettenregel benutzt. Gibt es Firmen, die diese Netzwerke herstellen oder muss sie jeder selbst herstellen? Also die Netze, die wir hier benutzt haben, die sind im Prinzip nur in Software simuliert. Das heißt, da stehen im Computerspeicher Zahlen und dann geht ein Computerprogramm drüber und rechnet aus diesen Zahlen die nächsten aus. Und dann geht es darüber und rechnet die nächsten. Es gibt aber auch Leute, die bauen tatsächlich Chips, auf denen sowas wie neuronale Netze sind. Es gibt sogar die Richtung des neuromorphen Computings. Da sind das gar nicht Zahlen, sondern da sind das Spikes, wie bei den Neuronen im Gehirn. Das heißt, die bauen elektronische Versionen von im Prinzip menschlichen, kleinen Stücken von menschlichen Gehirn. Das hat den Vorteil, die sind 1 Million Mal schneller als wir. Hat den Nachteil, na gut, man hat dann auch das ganze Rauschen in dem System drin, was durch diese Darstellung von Signalen, durch einzelne Pulse, die da geschickt werden, gebaut werden. Da gibt es sehr viel Forschung. Aber die meisten neuronalen Netze, die in der Anwendung sind, sind im Prinzip nur in der Software realisiert. Das Bild des schwarzen Loches, war das ein Bild oder nur eine validierte Simulation? Also für das Bild des schwarzen Loches haben die eben ein Teleskop gebaut, wo sie virtuell mehrere Radioteleskope auf der ganzen Welt zusammengeschaltet haben, was dann effektiv einem Teleskop entspricht, das so groß ist wie die Erde. Man hat dabei aber nur sehr, sehr wenige Daten das Problem ist halt dann daraus wieder ein Bild zurückzurechnen und da gibt es halt mehrere verschiedene Ansätze. Im Prinzip, was die da gemacht haben, es sind eher klassische Verfahren zur Bildgebung. Also die haben das unter gewissen Annahmen halt zurückgerechnet, wie das denn eben ausschauen sollte. Sie haben natürlich ihre Methoden validiert an Simulationen, aber das Bild, was am Ende herauskommen ist tatsächlich aus den echten Daten berechnet. War das eindeutig?
Nein. Das bekannte Bild, das jeder kennt, ist die Überlagerung von vier verschiedenen Bildern, die halt von unterschiedlichen Teams halt erstellt wurden und jeweils deren Bestes. Und von daher, es ist mit Sicherheit ein Teil Wahrheit mit dabei. Na, ich denke, da ist schon eine ganze Menge Wahrheit dabei. Alle vier Teams haben einen Ring gesehen. Da ist schon ein Ring. Aber die vier Bilder haben sich auch unterschieden. Das heißt, nicht jedes Detail auf dem Bild muss auch in der Wirklichkeit so sein. Werden neuronale Netze auch für die Durchmusterung des Himmels benutzt? Aber tatsächlich, neuronale Netze werden eingesetzt, um Himmelsdurchmusterungen zu durchsuchen, Objekte daran zu identifizieren und zu klassifizieren. Das sind aber in der Regel auf diese spezielle Aufgabe trainierte Netze, für diese eine Aufgabe, für die sie gerade optimiert sind. Klassifikation von Galaxien, Trennung von Galaxien von Sternen und so weiter und so fort. Das, was wir jetzt noch gezeigt haben, ist, Sie können solche Dinger hernehmen, wenn die mal trainiert sind, und dann andere Dinge damit noch machen. Ja. Aber die grundsätzliche Frage, ja, das wird auch schon gemacht. Gibt es so große Netzwerke wie das menschliche Gehirn? Also bezüglich der Größe, momentane neuronale Netze sind deutlich kleiner, die im Normalfall verwendet werden. Also dieser Generator ist schon eins der größeren und der hatte jetzt 23 Millionen Gewichte. Aber dazu muss man sehen, jeder dieser Neuronen im Hirn hat selber auch nochmal 10.000 Verknüpfungen zu anderen Neuronen und die Gewichte in den neuronalen Netzen sind im Prinzip die Verbindungen zu den anderen Neuronen. Das heißt, man hat da noch 9 Milliarden mal 10.000 Gewichte und das ist eine viel, viel, viel größere Zahl als eben die paar Millionen. Und ja, es ist die Überlegung, dass man allgemeine künstliche Intelligenz erhält, indem man einfach nur solche neuronalen Netze immer größer macht. Das denke ich nicht, weil einfach nur auf solche Input-Output-Relationen trainiert. Am Ende wird es auch nur machen, dass man auf der einen Seite was reingibt und auf der anderen Seite kommt was raus. Es fehlt halt komplett diese Verallgemeinerung, also von einer Aufgabe eben auf neue Sachen zu schließen. Und wir hoffen, dass wir mit dem hier etwas dazu beigetragen haben können, um die etwas allgemeiner machen zu können. Vielleicht noch ein paar Ergänzungen. Also das Betriebssystem, was wir hier oben haben, das ist fantastisch gut. Sie wachen auf, Reboot und sofort ist das da, spielt Ihnen die Informationen, die Sie brauchen, zu in dem Moment, wo Sie die brauchen. Die Fähigkeiten, die Ihnen gar nicht bewusst sind, kommen dann her. Und da ist eine sehr gute Organisation von Untereinheiten basiert da. Jetzt bin ich kein Hirnforscher, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber irgendwie muss es funktionieren. Wir wissen aber, diese neuronalen Netze können das noch nicht. Allerdings gibt es da zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir verstehen, was die Bauprinzipien sind. Das ist die Richtung, die wir ein bisschen verfolgen. Und dann gibt es die andere Richtung, Sie haben vielleicht von dem Human Brain Project der EU gehört, wo versucht wird, ein menschliches Gehirn möglichst naturgetreu nachzubauen, das auszumessen, wie sind denn die Verknüpfungen und tatsächlich Computermodelle davon zu bauen. In der Hoffnung, dass wenn man das naturgetreu nachbaut, dass es dann schon etwas Vernünftiges tut. Auch sehr spannend, auch sehr aufwendig, aber nicht auf dem Heimrechner von einem Studenten ausführbar im Moment. Werden in neuronalen Netzen auch Strukturen wie in unserem Gehirn nachgebildet? Ja. Wenn Sie ein bildverarbeitendes neuronales Netz haben, dann sind die ersten Schichten des neuronalen Netzes, machen dann sowas wie Kantenerkennungen. Die zweiten Schichten gucken dann, wie sind Kanten orientiert oder kommen mehrere Kanten zusammen. Und das entspricht auch sehr ähnlich den Verarbeitungsschritten, die in menschlichen visuellen Kortices passieren. Das heißt, einfache Bildelemente erst registriert werden, dann die Kombination von Bildelementen identifiziert wird, aus denen dann tatsächlich dann irgendwann mal gesagt werden, oh ja, das ist eine Katze.
Also da scheinen die sich diese neuronalen Netze und das menschliche neuronale Netz ähnlich zu sein. Das geht sogar so weit, dass man angefangen hat, neuronale Netze, die man auf Hunde- und Katzenbilder trainiert hat, davon die letzten Schichten weggeschmissen hat, die ersten, die solche Sachen wie Kanten und so gelernt haben, behalten hat und dann sie auf neue Aufgaben losgelassen hat, indem man sagt, die hinteren Schichten kann man jetzt darauf trainieren, Galaxien zu erkennen. Ja? Und das, was da schon alles an geometrischen Zusammenhängen gelernt wurde, das kann ich auch für Galaxien verwenden. Und es ist tatsächlich wahr, dass manche von den in der Astrophysik benutzten neuronalen Netze für Galaxienidentifikation oder Entrauschung ursprünglich Katzen- und Hunde-Erkennungsnetzwerke waren. Das nennt sich dann Transfer Learning. Ja. Kann man mit neuronalen Netzen die Plastizität des Gehirns nachbilden? Ja, also auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, hier in dem Betrieb haben wir die Trainingsphase und die Anwendungsphase getrennt. Das heißt, in der Trainingsphase wurden all diese Gewichte oder Zahlen, die hier drin stehen, eingestellt und danach wurden die nicht mehr angefasst. Das kann man aber auch anders handhaben. Man könnte die Dinge auch so betreiben, dass sie während ihrer Aufgabe erledigen, vielleicht auch noch ein bisschen lernen. Wenn man denen noch einen Lehrer dazu gibt, der sagt, das war gut, das war nicht so gut und guck mal, wie du das jetzt besser machen kannst. Und ich bin sicher, das wird auch schon gemacht, oder? Das ist jedenfalls sehr naheliegend. Eventuell die neuronalen Netze auch Training on the Job machen zu lassen. Das Zweite ist diese Verknüpfung von Dingen, die wir hier jetzt statisch vorgenommen haben. Aber angenommen, Sie haben einen großen Baukasten von solchen Spezialisten und einen Spezialisten für Spezialisten. Also einer, der weiß, was die verschiedenen Dinger können, der dann sagt, okay, um jetzt diese Frage zu beantworten, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß, ich muss diesen Spezialisten nehmen, den und den und die so zusammenstöpseln und dann arbeiten lassen. Das ist eine Aufgabe von der Komplexität, die Sie einem neuronalen Netz mit Sicherheit geben können. Ja? Also neuronale Netze, die die Zusammenschaltung von neuronalen Netzen, die wir hier per Hand vorgenommen haben, orchestrieren und dann die Arbeit machen lassen. Und das wäre dann in Richtung Plastizität oder Adaptivität auf die Aufgabe, die jetzt gerade ansteht. Arbeitet der Google-Übersetzer auch mit neuronalen Netzwerken? Und werden auch kleine Abweichungen in den Bildern erkannt? Also zur ersten Frage, ja, Google benutzt neuronale Netze für das Übersetzen. Und insbesondere, was die machen, ist, dass die nicht nur von einer Sprache zu einer anderen übersetzen, sondern die übersetzen von einer Sprache auf irgendwie eine Metasprache, die nur der Computer versteht, und von da aus übersetzen die wieder zurück in alle möglichen anderen Sprachen und trainieren das Ganze in alle Richtungen, sodass auch insbesondere Übersetzungen von eher seltenen Sprachen von der einen zur anderen immer besser funktionieren. Und die zweite Frage, ja, solche Klassifikationsnetzwerke schauen nicht immer unbedingt genau auf die Dinger, auf die ein Mensch schaut. Insbesondere kann es eben passieren, dass wenn man die richtigen Orte ändert in dem Bild, dass der was komplett anderes erkennt. Und das ist auch ein aktuell sehr großes Problem in der Community, wie man eben solche Gegenbeispiele verhindert. Und es gibt da einige Ansätze. Aber ein Beispiel ist, dass wo neuronale Netze nicht unbedingt immer auf das schauen, was wir denken, was wir schauen, ist, es gibt das Beispiel, dass ein neuronales Netz Hunde von Wölfe unterscheiden soll. Und dann haben sich Leute mal angeschaut, worauf denn ein solches Netzwerk überhaupt schaut. Und es ist rausgekommen, dass sobald Schnee im Hintergrund ist, das Ganze als Wolf klassifiziert wird. Und sobald das Ganze als Hund, sobald halt kein Schnee da ist, tendenziell als Hund. Und von daher, das Problem ist eben, man versteht nicht so ganz genau in jeder, auf jedem Level, was passiert. Und von daher kann man das eben auch gezielt austricksen. Vielleicht noch zu den Übersetzungssystemen. Da haben wir gerade ein bisschen Werbung für eine amerikanische Firma gemacht. Es gibt auch eine deutsche Firma aus Köln, die sowas anbietet, DeepL. Probieren Sie das mal aus. Die Pressemitteilung, die wir zu diesem Thema gemacht haben, die war ursprünglich auf Deutsch geschrieben. Die haben wir damit über die Rohübersetzung machen lassen.
Und es ist schon ganz beeindruckend, was diese neuronalen Netze schon an Sprachfertigkeiten heutzutage haben. Sind da verschiedene Engines dahinter? Ich weiß, der Trainingsdatensatz ist wahrscheinlich ein anderer. DeepL hat, soweit ich weiß, aus Brüssel die ganzen Übersetzungen vom Parlament benutzt. Da hatten die im Prinzip das Europäische Parlament ist ein großer Rosetta-Stein, wo man halt die gleichen Aussagen in vielen verschiedenen Sprachen hat. Und das haben die benutzt. Und damit die ganze sozusagen menschliche Intelligenz der Übersetzer abgebildet. Kann ein Katzennetzwerk auch Schach spielen? Also für so Klassifikationsaufgaben, da kann man im Prinzip immer das Gleiche verwenden. Also es ist häufig so, dass für bestimmte Aufgaben bestimmte Architekturen verwendet werden. Ebenso Klassifikation, irgendwelche neuronalen Netze, die Schach spielen, die werden etwas anders trainiert. Also da kann man das jetzt nicht unbedingt direkt machen. Aber im Prinzip ist erstmal so ein neuronales Netz ein sehr flexibles Objekt, dem man halt sehr, sehr viele Sachen beibringen kann. Und halt für bestimmte Aufgaben sind bestimmte Architekturen besser. Und tatsächlich dann ein funktionierendes neuronales Netz zu bauen, ist auch eine Kunst. Also man verwendet dann auch sehr gern eben schon sehr, sehr stark vortrainierte Netze, weil die irgendwie gut funktionieren. Aber es sind alles eher Kochrezepte und nicht wirklich sehr spezifisch. Was sind bekannte Grenzen von neuronalen Netzwerken? Also das Problem ist, es gibt sehr, sehr viele Bilder, die man so einem neuronalen Netz geben kann, und um dann zu schauen, was rauskommt. Aber erstmal ist es so, wenn man natürlich irgendwas Falsches reintut, dann ist halt nicht mehr zu erwarten, dass das Netzwerk irgendwas Sinnvolles macht. Also die Annahme ist immer, dass das Anwendungsgebiet von dem neuronalen Netz dem entspricht, worauf es trainiert wurde. Und sobald man halt das Regime verlässt, gelten halt da keinerlei Garantien mehr. Selbst innerhalb des Trainingsdatensatzes gibt es nur quasi keine Garantien. Aber bei neuronalen Netzen ist es hauptsächlich so, dass halt der Erfolg für sich spricht und für viele Anwendungen, die halt einfach unvorstellbar gut funktionieren. Und deswegen werden die angewendet. Es gibt Möglichkeiten eben über gezielt bestimmte Sachen zu verändern, um solche Netzwerke auszutricksen. Beispielsweise eben bei selbstfahrenden Autos das Erkennen von irgendwelchen Verkehrszeichen, wenn man da irgendwie ein paar Sachen drauf klebt und plötzlich erkennt, es ist als andere Geschwindigkeit. Solche Sachen sind natürlich fatal, und man versucht massiv dagegen irgendwie vorzugehen oder irgendwelche Verfahren zu entwickeln, die dagegen robust sind, aber soweit ich weiß, ist es noch nicht abschließend geklärt, wie genau man sowas zu tun hat. Wenn Sie mit den Dingern rumspielen, werden Sie sehr schnell die Grenzen von denen feststellen. Also ich denke, da stößt man sehr schnell an deren Grenzen, was sie nicht können. Extrapolieren können die überhaupt nicht oder sehr, sehr schlecht. Die fühlen sich da wohl, wo sie trainiert wurden. Das, was sie kennen, das kennen sie. Wie speichern Neuronen das Wissen? Es ist so, Wissen wird gespeichert bei Neuronen in der Form der Verbindungen, die sie mit anderen Neuronen machen und wie stark eben diese Verbindung ist. Es ist mathematisch betrachtet sehr, sehr ähnlich zu dem, wie die Gewichte in solchen neuronalen Netzen das von einem Neuron an das andere weitergeben als mathematische Operation. Aber die Hardware ist natürlich komplett verschieden. Das eine Mal passiert das mit Elektronen in einem Prozessor und im anderen Mal halt als der Austausch von Ionen zwischen den Synapsen von den Nervenzellen. Aber was mathematisch zugrunde liegt, sind sehr, sehr ähnliche Konzepte. Also nur die Hardware ist im Prinzip anders. Wie es effektiv funktioniert, sollte sehr ähnlich sein. Die ganzen Zusammenhänge in dem Gehirn kann man ja zumindest theoretisch auch auf Zahlen abbilden. Wenn dieses Neuron jetzt ein Signal schickt, von einer gewissen Stärke, dann kodiert es das in die Rate, mit denen es Pulse schickt. Und diese Rate ist eine Zahl. Dann, wenn diese Pulse bei anderen Zellen ankommen, wie stark die übertragen werden, na, da gibt es auch eine Zahl oder mehrere Zahlen, die das beschreiben. Und von daher, auf einer abstrakten Ebene, sind die sich dann doch wieder sehr ähnlich. Jetzt kann man vielleicht argumentieren,
ja, diese Pulse, die da geschickt werden, die Raten darstellen, die haben auch ein bisschen Rauschen drauf. Da ist immer ein bisschen Varianz. Aber es ist überhaupt kein Problem, auch in diese Netzwerke ein klein bisschen Rauschen einzubauen und denen auch Varianz zu geben. Gibt es so etwas wie Lessons Learned in Netzwerken? Ja, könnte man bauen. Ich denke, was man dafür bräuchte, und das ist nicht allzu schwierig, ist, dass sie noch einen Speicher dran tun. Also sie zeigen dem was, dann kommt das zu einem Schluss. Es merkt sich aber, was es gesehen hat und zu welchem Schluss gekommen ist, oder das wird gespeichert. Dann zeigen sie ihm was anderes, sind noch in der Trainingsphase. Es ändert sich ein bisschen, hat gelernt, ah, ist etwas anders. Und jetzt geht es nochmal zurück und schaut sich nochmal an, was habe ich denn damals gemacht. Ja. Ist jetzt nicht die übliche Art und Weise, die Dinger zu trainieren, aber gute Idee, könnte man mal probieren. Ist der Prozess linear und was ist mit der Emergenz? Also erstmal zur Linearität. Die sind sehr, sehr nicht linear, solche Netzwerke. Also insbesondere jedes von den, also wenn, also lineare Netzwerke können auch gar nicht alles lernen und das sind schon sehr komplexe Aufgaben und ein extrem wichtiger Teil von solchen neuronalen Netzen ist die Nichtlinearität. Und natürlich, wenn man jetzt halt immer mehr von denen nimmt und hintereinander schaltet, wird das Ganze nur noch linearer. Aber nur weil etwas nicht linear ist, heißt es nicht, dass man nicht auch zurückschließen kann auf die Ursache. Weil man kennt ja den Weg in die eine Richtung, also kann man zumindest probabilistisch auch zurückgehen. Und jetzt zur zweiten Frage. Aber es ist schon schwieriger, das haben Sie schon richtig angemerkt. Nicht linear zurückgehen ist schwieriger als linear. Und deswegen ist das Schließen auch eine viel größere Leistung als das Vorwärtsgehen. Die zweite Frage, wie fasse ich die zusammen? Sie sagen, Sie haben den Begriff der Emergenz vermisst. Und ja, der ist hier nicht vorgekommen, weil wir haben einfache Netzwerke zusammengeschlossen, die Dinge tut. Wahrscheinlich, wenn man jetzt ein Netzwerk bauen würde, was gleichzeitig Dinge tut und lernt und sich selber beobachtet, also auf sich selber zurückwirkt, sozusagen mit verschiedenen Rollen. Eine Rolle, die ein bisschen die Rolle des Lehrers übernimmt, eine, die der Schülers, eine des Lehrers des Lehrers. Und da wäre ich relativ zuversichtlich, dass Sie eine ganze Menge emergente Phänomene sehen würden, die auch in Richtung Psychologie gehen würden. Dass Sie eine ganze Menge von Effekten, die Sie bei Menschen und anderen Lebewesen sehen, die versuchen, Gehirne zu benutzen, dass deren Stärken und Schwächen teilweise dort auch wiedergefunden werden sollten. Der Herr Knollmüller hat das an einer Stelle kurz angedeutet. Da gehe ich mal ein paar Folien zurück. Das war an dieser Stelle, wo Sie alle gelacht haben, weil hier ein Mann aufgetaucht ist und er dann gesagt hat, ja, wir haben aber die Eigenschaft Frau und 33 Jahre nur mit einer gewissen Sicherheit vorgegeben. Der hat auch Experimente gemacht, jetzt nicht bei diesem System, sondern bei anderen Systemen, wo er solche Sachen mit 99-prozentiger Sicherheit vorgegeben hat. Also dem gesagt hat, also ich bin super sicher, finde ganz schnell eine Lösung, die dazu passt und schau nicht links und rechts. Und das Lustige, was dabei rauskam, war, dass die Lösung, die das System dann gefunden hat, obwohl man ihm gesagt hat, wir sind sicher, die war schlechter. Das hat angefangen, Dinge zu erfinden, die es gar nicht gab, weil es bei dem ersten stecken geblieben ist, was es gefunden hatte und was schon so halbwegs die Bedingungen erfüllt hatte, aber durch diese starken Zwangsbedingungen, oh, wir sind 99% sicher, hatte sich nicht von diesem Fleck nicht wegbewegen können. Und das ist etwas, was man, wenn man jemandem versucht, was beizubringen, erlebt. Wenn man dem ganz klar sagt, achte nur das und das ist falsch und das ist richtig, den unter Druck setzt, dann ist die Leistung, die er abliefert oder sie, oft viel schlechter. Weil das freie Denken, mal ein bisschen explorieren, was ist möglich, schon direkt unterbunden wird, wenn jeglicher Fehler direkt am Anfang zu stark unterdrückt wird. Und da sahen wir so eine gewisse Analogie, in wie diese Netzwerke, wenn die versuchen zu schließen, wie die sich verhalten, wie wenn sich auch ein Mensch
Versuchszuwasser unter mehr oder weniger Druck zu erschließen. Ob das jetzt wirklich die richtige psychologische Interpretation oder Analogie ist, ist dahingestellt, aber sah jedenfalls auf den ersten Blick ähnlich aus. Ist die Logik binär oder gibt es auch eine Fuzzy-Logik? Ja, kurze Antwort. Wahrscheinlichkeit ist Fuzzy-Logik. Wenn Sie Logik auf Unsicherheiten erweitern wollen, dann ist das einzig konsistente System das System der Wahrscheinlichkeiten. Und das ist das, was wir hier benutzen. Und wenn Sie es mathematisch, axiomatisch korrekt machen wollen, dann gibt es das Cox-Theorem 1946. Schauen Sie auf YouTube meinen vorigen Kaffee- und Kosmos-Vortrag an, da erzähle ich davon. Das Cox-Theorem besagt, wenn Sie Logik, scharfe Logik, auf Unsicherheiten erweitern wollen, aber Logik als Grenzfall nicht aufgeben wollen, dann kriegen Sie Wahrscheinlichkeiten. Und wenn Sie was anderes bekommen, machen Sie ein bisschen was falsch. Wie sicher ist das System? Zum Beispiel, dass ein autonomes Auto an einer roten Ampel anhält? Ja, das ist halt dann eher so, dass man halt irgendwelche Grenzen definieren muss, wie sicher das sein muss. Und da ist es dann so, umso mehr Daten man halt zur Verfügung hat, umso mehr kann man dann genau angeben, wie sicher das ganze System ist. Aber man kann nicht hergehen und beweisen, das System ist absolut sicher, aber das ist sowieso auch kein System. Von daher wird es die Zeit zeigen, dass es halt in manchen Bereichen deutlich besser ist als beispielsweise der Mensch. Ja. Den Menschen lassen wir ja auch ein Auto fahren, obwohl wir auch nicht bewiesen haben, dass der immer bei einer roten Ampel anhält.